Leila Haydari ist eine Einzelkämpferin. Seit mehr als 10 Jahren hilft sie den Drogenabhängigen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ohne jede staatliche oder internationale Unterstützung. Eine starke, unabhängige Frau, die sich in einer konservativen Gesellschaft zu behaupten weiß. Doch jetzt fürchtet sie, wenn die internationalen Truppen nach 20 Jahren Engagement abziehen, könnte das das Ende ihrer Freiheit sein. Meine größte Sorge ist, was dieser Abzug für die afghanischen Frauen und Kinder bedeuten wird. Wir haben jetzt eine neue Generation, die 20 Jahre in einer Demokratie lebte und die nun eben Musik mag, Kino, Supermodels, vielleicht sogar eine Karriere in diesen Bereichen anstrebt. Und das ist mit den Taliban, mit den Islamisten, nicht zu machen. Noch schnell die Ohrringe an und die Schuhe, dann geht es los. Leila Haydari macht sich auf den Weg zu Camp Mother, einer der wenigen privaten Drogenhilfseinrichtungen Kabuls. Leila Haydari hat sie gegründet. Mit dem Auto geht's quer durch die afghanische Hauptstadt von Ost nach West. Auch heute noch ist eine Frau am Steuer nicht alltäglich in Kabul. Beschimpfungen aber beeindrucken Leila Haydari nicht sehr. Auf dem Weg kommt sie an der Brücke Polly Schochta vorbei. Unter ihr leben viele Drogenabhängige. Als ich die Brücke zum ersten Mal sah, war es für mich, als ob ich direkt in die Hölle schauen würde. So sieht sie also aus, die Hölle, dachte ich. Leute liegen auf dem Boden wie die Tiere, sterben. Dabei hätte doch etwas aus ihnen werden können, ein Arzt vielleicht. Der zweite Schock damals, Leila Haydaris eigener Bruder, den sie lange nicht gesehen hatte, lebte in dieser Hölle, war einer dieser Drogenabhängigen. Er hat unserer Familie natürlich viele Sorgen bereitet. Nicht nur, weil er sein ganzes Geld verloren hat. Aber Sucht ist nun mal eine Krankheit. Das muss man akzeptieren. Und er ist ja eigentlich ein guter Typ, aktiv und lebendig. Nur eben mit dieser fatalen Schwäche für Drogen. Leila Haydari beschließt, etwas zu unternehmen, ihrem Bruder zu helfen und auch all den anderen Süchtigen in der 4,5 Millionen Stadt Kabul. Fast jeder hier kennt jemanden, dessen Leben die Drogen zerstört haben. Ankunft bei Camp Mother, ihre Entzugsklinik ganz im Westen Kabuls. Jetzt, zu Corona-Zeiten, sind es etwa 15 Patienten weniger als sonst. Ustad Hassan war einst selbst drogenabhängig, 30 Jahre lang. Mit Leila Haydaris Hilfe kam er los vom Heroin. Inzwischen ist er der Leiter hier, wenn sie nicht da ist. Auch Omid gehört dazu, seit er klein ist und Leila Haydari ihn in einer Mülltonne am Straßenrand fand. Offensichtlich verstoßen von seiner Familie. Hier ist sein neues Zuhause. Jeder, auch jeder Patient, kümmert sich um ihn. Er ist auf Hilfe angewiesen. So wie die Patienten hier selbst. Jawad war auch süchtig. Dieses harte Kokainzeug, das ihr Shisha nennt, oder? Ein Freund hat immer Haschisch geraucht. Also habe ich irgendwann selbst damit angefangen. Und wie bist du denn von Shisha abhängig geworden? Einmal haben wir kein Haschisch bekommen und dann eben Shisha probiert. So hat es angefangen. Du sagst wohl nie Nein zu jemandem. Du nimmst einfach alles, was man dir anbietet, was? 4 Wochen ungefähr bleiben die Patienten hier. Von ihren Haaren müssen sie sich trennen, die Kleidung wird verbrannt. Anders werden sie die Läuse nicht los. Medizin, die beim Entzug helfen könnte, ist teuer. Die gibt es nur selten. Meist muss eine kalte Dusche ausreichen. Außerdem viele Gespräche und Musik. Oft auf der Dambora, der traditionellen afghanischen Gitarre.
Afghanistan ist ein armes Land und ein Land der Drogen. Viele Bauern sehen im Anbau von Opium die einzige Chance, der Armut zu entkommen. Illegal, aber insgesamt ein Milliardengeschäft. Weltweit stammen mehr als 80% des Opiums, aus dem Heroin gewonnen wird, aus Afghanistan. Das wirkt sich auch im Land selbst aus. Von 38 Millionen Einwohnern gilt mehr als jeder Zehnte als drogensüchtig. Das Geschäft blüht, gestern wie heute. Leila Hederi ist Anfang 40 und Freiheit ist ihr besonders wichtig. Im Alter von 12 Jahren wird sie an einen viel älteren Mullah im Iran verheiratet. Mit 13 bringt sie ihr erstes Kind zur Welt, zwei weitere folgen. Ein Frauenschicksal, wie so viele in Afghanistan, doch schon als junge Frau, hat Leila ihren eigenen Kopf. Jahrelang kämpft sie für eine Scheidung. Als sie 21 ist, gelingt es ihr endlich. Seither lebt sie allein. Und das gern. Auch wenn sie ihre Kinder vermisst. Alle drei sind nach Deutschland gegangen, um zu studieren, aber auch, um in Sicherheit zu sein vor den Angriffen religiöser Fanatiker. Mati. Dada, schaut Mama. Wie geht's meiner schönen Mutter? Danke. Und du, meine Liebe? Ich hab dich lieb. Wie geht's deinen Brüdern? Denen geht es gut. Mustafa ist nicht da. Mutesa schon, aber der ist erst aufgewacht. Wir haben Sonntag. Er arbeitet heute gar nicht? Nein, heute ist Sonntag und sonntags haben wir frei. Blumen sind eine Leidenschaft von Leila Hederi. Sie ist überzeugt, dass die Schönheit von Blumen sich positiv auf die Menschen in ihrer Umgebung auswirkt. Und so fährt sie einmal die Woche zum besten Blumenhändler der Stadt, Ahmad Nabi. Jedes Mal, wenn ich Blumen kaufe, recherchiere ich ein bisschen im Internet. Was für Eigenarten hat die Pflanze? Wie muss man sie pflegen? Braucht sie viel Wasser oder wenig und so weiter? Jede Pflanze ist da anders. Man muss sich schon kümmern, die richtige Erde verwenden und nicht mit zu viel Wasser gießen. Ich möchte ein paar von diesen Pflanzen kaufen. Komm, mach mir einen guten Preis. Was kosten denn diese hier? 200 Afghani pro Stück. Wir haben doch sonst 50 Afghani bezahlt. Unsere kosten jetzt mehr. Wir importieren sie aus dem Iran. Sie haben eine bessere Qualität. Okay. Ich habe 30 dieser Pflanzen gekauft. Die sind für mein Restaurant. Von außen sieht das Restaurant auf den ersten Blick nach wenig aus, doch das Taj Begum ist etwas ganz Besonderes. Hier finden die Blumen ihren Platz, sie sollen die Gäste erfreuen und die Angestellten auch. Es sind ehemalige Drogenabhängige, die hier arbeiten. Der Job als Kellner oder in der Küche soll ihnen eine Perspektive geben nach dem Entzug, ihnen helfen, ein Leben ohne Drogen zu meistern. Mohammed Hussein zum Beispiel, er hat den Absprung geschafft und serviert nun Tee, kleine Snacks und afghanische Spezialitäten. Das ist schon ungewöhnlich hier für Afghanistan. Es ist ein Ort, an dem wir uns halbwegs sicher fühlen. Ich bin sehr glücklich, hier arbeiten zu dürfen. Hier im Restaurant ist es einfach anders, fast wie in einer Familie. Mit nur $250 Startkapital gründete Leila Hederi ihr Restaurant, das vor allem das Camp Mother, die Entzugsklinik, finanzieren sollte. Der Plan ging auf, heute ist das Taj Begum ein gefragter Treffpunkt. Einer der wenigen in der Stadt, an dem sich Frauen und Männer begegnen dürfen, auch wenn sie nicht verheiratet sind.
Auch junge Frauen, die zu Hause Gewalt erleiden oder nicht genug Geld haben für Schul- oder Unigebühren, finden hier ein offenes Ohr. Und oft auch praktische Hilfe. Sobald Sarah kommt, werde ich ihr die Studiengebühren geben. Aber jetzt stelle ich dich erstmal einer anderen Frau vor. Streng religiösen Afghanen ist dieser Zufluchtsort für alle Schwachen und Hilfsbedürftigen ein Dorn im Auge von Anfang an. Das Restaurant wird von Extremisten bedroht, nicht zuletzt, weil es von einer Frau betrieben wird. Leila Haideri hat sich eine Menge aufgebaut, doch wie lange wird es Bestand haben? Der Abzug der internationalen Truppen hat bereits begonnen. In wenigen Wochen soll er vollendet sein. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Freiheiten verlieren werden. Arbeiten, studieren, Business treiben, das wird alles nicht mehr gehen. In vielen Landesteilen sind die Taliban bereits an die Macht zurückgekehrt. Längst sind die liberalen Kräfte in der Defensive. Ich bin schon ziemlich pessimistisch, was die Zukunft Afghanistans angeht. Hoffnung habe ich jedenfalls nicht. Die einzigen, die jetzt voller Zuversicht nach vorne schauen, das sind die Taliban, die radikalen Muslime und ihre Anhänger. Aber bestimmt nicht die afghanischen Frauen. Für die Frauen in Afghanistan steht am meisten auf dem Spiel, wenn in Kabul die politischen Karten neu gemischt werden. Leila Haideri will vorerst jedoch nicht aufgeben, sondern sich weiter kümmern um die Drogensüchtigen von Kabul.